willkommen zur heutigen Tinnitus-Sprechstunde. Es gibt ja immer wieder die alte Frage, kriegt man einen Tinnitus eigentlich ganz weg? Und das ist so ein bisschen ein philosophisches Problem, weil ob man ihn hört oder nicht, ist ja das Entscheidende und nicht, ob er objektiv da ist oder nicht. Denn unser Gehirn enthält ja verschiedene Etagen, verschiedene Funktionsbereiche und in irgendeinem Winkel gibt es eben ein Störgeräusch, das man als Tinnitus wahrnehmen kann. Und das ist bei den meisten Menschen irgendwo ganz im Dunkeln, wo die Aufmerksamkeit nicht hinkommt und deswegen haben die auch keinen Tinnitus. Wenn aus irgendwelchen Gründen der Tinnitus aber einmal bewusst geworden ist, dann fängt er an zu nerven, das Nerven verstärkt den Tinnitus und dann richtet sich die Aufmerksamkeit immer mehr auf dieses Geräusch im Kopf und der Tinnitus wird zu einem echten Problem. Das heißt, ob es einen Tinnitus gibt oder nicht für einen selber, hängt überwiegend von der Aufmerksamkeit ab. Ein ganz schönes Beispiel ist der Mond. Jeder, der mal nachts aus dem Fenster guckt, wenn es sich gerade so bewölkt ist wie heute, kann den Mond sehen. Und der ist unterschiedlich hell, der Mond. Weil wenn der Vollmond da ist, ist er sehr hell, beleuchtet sogar alles und ist sehr dominant sozusagen. Und beim Neumond ist der Mond zwar da, aber man sieht ihn fast gar nicht. Und so ähnlich ist es beim Tinnitus. Und das Sonnenlicht, das den Mond bescheint, ist sozusagen unsere Aufmerksamkeit. Das heißt, richten wir unsere Aufmerksamkeit ganz auf den Tinnitus, sozusagen, indem wir ständig horchen, ist er da, ist er nicht da, ich will ihn aber weghaben, ist er noch da. Das heißt, man fixiert sich auch so ein bisschen auf den Tinnitus, dann haben wir praktisch einen Vollmond. Wenn man dann zwischendurch mal abgelenkt ist, dann gibt es einen abnehmenden Mond und im Idealfall, und das ist eigentlich das Therapieziel dann auch, ist unsere Aufmerksamkeit ganz woanders. Der Tinnitus ist irgendwo im Dunkeln unseres Kopfes noch da, aber wir nehmen ihn gar nicht mehr wahr. Das ist dann sozusagen der Neumond. Und insofern ist die Frage, gibt es den Mond oder nicht, auch ziemlich unsinnig. Und genauso ist die Frage, gibt es den Tinnitus oder nicht, oder kriegen wir ihn ganz weg, unsinnig. Sondern es geht immer darum, dass wir uns sozusagen dem Stadium des Neumondes nähern. So viel für heute. Wenn es gefallen hat, wieder liken, sharen oder auch abonnieren. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.